Mahlzeit. Willkommen zurück zu Deadlight Folge 7. Und wir machen uns weiter auf den Weg nach oben. Oh. Here it is. Take a look at the photograph. It won't be difficult to recognize the son of the rat, but be careful with the other man. The living are just as dangerous as the dead. Okay. Können wir hier irgendwo hinballern? Oder muss ich erst hier runter? Zack. Aha. These drawings are different from the previous ones. They describe the bombings that affected the city at the beginning of the epidemic. Andere Zeichen. Wow. Jetzt ist die Ratte auch schon weg. Und der Boden auch. Aber so komme ich wahrscheinlich auf die andere Seite. Komm mal her, komm mal her. Ja, ja, feiner Zombie. Was sind das für Fallen? Wahrscheinlich kommt da von oben wieder was, ne? Whoa, no. Ja. Sollen echt von allem beschützen. Übel. Was hat denn der sich hier zurechtgebastelt? When the epidemic spread to Seattle, the people made a stand, tried to fight, and then returned to consume the few that didn't. Then the military tried to fight back in the shadows. Look around and see how that ended. Ja, wie es ausgegangen ist, haben wir jetzt schon mehrmals gesehen. Komme ich hier irgendwie in den Zug rein? Komm! Eine Leiche. Scheint vom Militär. Ein Ausweis. Sein Name lautet K.A. Bianchi. Gar nichts. Ich komme noch nie im Leben. In einem Sprung da hoch, oder? Na komm. Ist. Ah ne, da oben ist noch was zum Ballern. Wunderbar. Ah, ich wollte gerade sagen, komme ich bis da hinten hin? Da ist noch was zum Ballern. Was blockiert die Maschine? Wo blockiert was die Maschine? And what about these soldiers? The new law. I told you. When times change, men must change. We all make choices, Mr. Wayne. In chaos, some choose to show the best sides of themselves. Others, the worst. You must hurry. I worry for the safety of my son. And the ones you care for too. Mhm. Ah! Fiese Kiste, ey.
Gut, dann muss ich mich jetzt hier abrollen und raus. Steigt das Wasser oder sinkt es? Es sinkt. Kann ich jetzt da unten durchstürmen? Wie praktisch, dass hier immer die passenden Kisten in den Ecken rumgeeiern. Na komm. Nee. Ich glaube, das funktioniert anders. Ist ja eine Holzkiste, sollte schwimmen. Wunderbar. Liegt hier noch was? Ja, auch noch was. Innocent people who tried to look for a safe place during the Great War against the Shadows. Einer, der Sicherheit gesucht hat. Okay, so weit unter der Stadt hatten sie auch noch die Auswirkungen von der Bombardierung. Das kann doch nicht alles die Ratte gebastelt haben, oder? Na. Wie funktioniert das denn hier? So, das wollte ich. Boah, komm. Geht das hier weit? Ah, da geht's weiter. Will ich aber noch mal auf der anderen Seite gerade gucken. Hab ich hier nicht irgendwas noch? Ne. Hier war gar nichts mehr. Was passiert hier? Das ist erstmal blockiert. Vielleicht steckt noch irgendwo was fest. Müssen wir jetzt mal rausfinden. Hallo. I can't go. Follow this path going up, up to the old subway station. When you get to the outside, look for the house that grows in the tree. I can activate the platform now. Find my son before it is done. And I'll help you find the ones you care for. Okay, in der U-Bahn-Station soll ich suchen. Aber wenn er mir das schon so sagt, dann bin ich fast wieder an der Oberfläche, wa? Wow, yo! Kranke Scheiße. Nein, 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 nein. Wir stürzen nicht ab. Was zum Sammeln? Der letzte Eintrag im Tagebuch eines der Überlebenden, die sich im unterirdischen Bahnhof versteckt hatten. Aber Medipack brauche ich an sich nicht. Ich dachte, da könnte man sich festhalten. Ups. So. Wie die Ratte gesagt hatte. Geht eiskalt der Controller aus. Was hat denn? Wir alle machen Choices. Er chose to build a nest down here in the aftermath of the war. Some might call it survival. Others denial. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Kann ich die abschießen? Bringt nicht wirklich was, ne? Komm. Ich
häng an Zombies fest. Nein! Komm, mach die Biege. Kommt mal fein her. Kommt her. Alle fein hier rüber. Jetzt habe ich zwei Lebensbalken deswegen verloren. Aber jetzt hängen sie unten in der Grube fest. Jetzt habe ich zumindest Ruhe, um hier rauszukommen. Hier ist nichts mehr. Jetzt sind wir wieder an der Oberfläche. Bitte. Ja, sieht gut aus. House that grows in the tree. Those were the rat's words. Okay, das habe ich eben nicht gelesen. Unauffällig. Komme ich denn hier jetzt raus? Okay. Kein Strom drauf. Schön weiter klettern. Komm. Uiuiui. Oder auch nicht. Dann geben wir halt Kit. Not alive. So, lassen wir sie mal laufen hier. Ach! Könnte ich ja noch alles umgehen, ist ja praktisch. God will forgive them. Or not. God forgives, ja. Ein Rosenkranz mit Holzperlen. Ui, 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 ui. Jetzt muss ich mich aber gerade mal hier aus dem Weg machen. Ein Christ wird sie nie aus der Hand geben, ja. Boah, geht hier die Party ab. Ach, über den Zaun fallen sie alle drüber. Nächstes Haus. Tischchen. Ein Ausschnitt aus dem West Seattle Herald vom 8. Februar. Darin geht es um einen berühmten Kometen, der der Erde sehr nahe kommen wird. Die Astronomenwelt macht sonst irgendwas. Uiuiuiui. Vielleicht ist unten noch was. Komm. Nein. Böser Zombie. Ja klar, der tut mir direkt mal weh, oder was? Nein, nicht hier. Ach, wie ging das denn? Ich weiß nicht mehr, wie man Türen eintritt. So nicht. So auch nicht. So. Wollte er nur nicht machen, weil ich die Sprint-Taste gedrückt gehalten habe. Da dachte ich, das geht schief. Aber ein Medipack, hammergeil. So, komm. Ab die Post. Oder auch nicht. Nein! Böser Zombie! Gehen wir halt den Boden weg. Können wir auch da durch? Nee. Diesmal müssen wir übers Dach. The house that grows in the tree. Damn. The kid should have been here. Where the hell could he be? I should search ahead.
sammelt der denn hier alles? Das muss die Frau der Ratte sein.